Es gibt eine einzige Sache, bei der Sie einen Narzissten schockieren und all seine fiesen Tricks aushebeln können. Denn wie schafft es ein Narzisst, Ihnen Angst zu machen und die Kontrolle über Ihr Leben zu übernehmen? Das gelingt ihm nur, weil er Sie mit hundsgemeinen, unsichtbaren Psychotricks manipuliert. Es sind winzige, aber es sind sehr, sehr fiese Tricks. Und wenn es Ihnen gelingt, diese Tricks zu durchschauen, dann können Sie die Fahrt in Richtung Abgrund rechtzeitig stoppen und Sie können sogar den Spieß umdrehen. Ich verrate Ihnen alles dazu. Mein Name ist Martin Wehle. Gerade ist mein neues Buch erschienen. Das heißt, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Und es bietet auch ideale Strategien gegen Narzissten und ein Kapitel über Gaslighting. Stellen Sie sich vor, Sie sind zum Essen bei einem Freund oder gar Ihrem Partner eingeladen. Nun serviert er Ihnen ein Gericht. Frage: Werden Sie, während Sie essen, nur einen Gedanken daran verschwenden, dass dieses Essen vergiftet sein könnte? Kämen Sie auf die Idee, dass da keine Nudeln oder kein Salat auf dem Teller liegen, sondern eine geballte Dosis Gift? Natürlich nicht. Sie haben Vertrauen zu diesem Menschen und deshalb denken Sie erst gar nicht über vergiftetes Essen nach. Und genau das ist das Erfolgsrezept der Narzissten. Nur dass sie von ihnen eine vergiftete Kommunikation voll der Psychospielchen serviert bekommen. Der Narzisst, der nutzt ihr Vertrauen knallhart aus. Er wäscht seine Hände in Unschuld und er schiebt all das Unglück, das ihnen jetzt passiert, ihnen selbst in die Schuhe. Als hätte er nichts damit zu tun. Er baut darauf, dass sie ihn eben nicht als Narzissten wahrnehmen, sondern als Partner oder als Partnerin, als Freund oder als Freundin, als Vater oder als Mutter, als Sohn oder als Tochter. Dann sind sie seinen giftigen Psychospielchen hilflos ausgeliefert. Und wenn sie dann aufwachen, dann kann alles schon zu spät sein. Dieses Video hilft Ihnen, einen Narzissten früher als das zu entlarven, was er nun mal ist, als einen Manipulator, der für sich nur das Beste und für Sie nur das Allerschlechteste will. Und dieses Video, das wird Ihnen auch helfen, falls Sie in der Vergangenheit Opfer eines Narzissten geworden sind, denn dann verstehen Sie jetzt besser, was genau damals passiert ist. Und alles, was Sie verstehen, das können Sie natürlich leichter verarbeiten. Ich nenne Ihnen erst die 7 gefährlichen Psychotricks und dann verrate ich Ihnen, wie Sie das tun können, was ein Narzisst über alles hasst, nämlich wie Sie sich gegen seine Manipulation wehren können, und zwar mit 3 ganz einfachen Tricks. Das erste Psychospielchen, das nenne ich Sesam, öffne dich. In der ersten Phase tut der Narzisst alles, um Ihr Vertrauen zu gewinnen und die Tür zu Ihrer Seele aufzustoßen. Er interessiert sich für Ihr ganzes Leben, er will alles ganz genau wissen. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann hilft er. Wenn Sie nach Trost suchen, dann tröstet er. Und wenn Ihnen nach Verständnis ist, dann versteht er Sie. Er beherrscht die Kunst, Ihnen jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Denn von seiner Kindheit an hat er es gelernt, dass seine Sesam-Öffne-Dich-Spielchen nur gelingen, wenn er sich das Vertrauen eines Menschen erschleicht. Und wenn Sie erstmal das Gefühl haben, dass dieser Mensch es gut mit Ihnen meint, sehr, sehr gut sogar, dann werden Sie sich tatsächlich seelisch öffnen. Dann sprechen Sie über Ihre Wünsche, über Ihre Sehnsüchte und über Ihre Ängste. Der Narzisst, der saugt jedes Wort mit seinen Ohren ein, denn das ist die Munition, die er später gegen Sie verwenden wird. Narzissten können Sie unter anderem daran erkennen, dass sie alles über Ihr Seelenleben wissen wollen, aber selbst nichts oder nur Oberflächliches offenbaren, um sich nicht angreifbar zu machen. Die Sesam-Öffne-Dich-Strategie, das ist der erste Psychotrick. Später erfahren Sie, wie Sie damit am besten umgehen und sich wehren. Der zweite Psychotrick, der besteht darin, dass der Narzisst allmählich zu Chefspielchen übergeht. Es ist ihm wichtig, dass er das Sagen hat. Zunächst wird er das auf ganz sanfte Weise beweisen. Zum Beispiel geht er mit Ihnen einkaufen und sagt, nachdem Sie sich für ein Kleidungsstück entschieden haben: Schau dir doch mal das da drüben an. Ich glaube, das ist noch schöner. Oder er sagt zu Ihnen, während Sie am Kochen sind: Schau mal, das kann man auch anders machen, und zwar so. Oder er rät Ihnen, wenn Sie ein Buch lesen wollen, zu einem anderen, angeblich noch besseren Buch. Oder er sagt Ihnen, während Sie mit dem Auto fahren, wie Sie sich im Straßenverkehr besser verhalten können, um Risiken zu vermeiden. Das sind zwar winzige Bemerkungen, aber in ihrer Gesamtheit verfolgen die Chefspielchen ein Ziel. Sie sollen ganz allmählich akzeptieren, dass er, der Narzisst, über ihr Leben bestimmt. Er will ihnen sagen, was richtig und falsch, was gut und was schlecht ist. Und sobald sie dieses Chefspielchen akzeptieren, merkt er, dass er sie in der Hand hat. Und jetzt wird er ihnen immer, immer größere Zumutungen servieren. Ich komme auf die Abwehrtechnik gleich zurück. Das dritte Psychospielchen, das ist das Oberlehrerverhalten. Nun maßt sich der Narzisst an, ihnen Noten zu erteilen. Zum Beispiel besuchen sie mit ihm gemeinsame Freunde. Und auf dem Heimweg, da sagt er dann zu ihnen: Beim Essen hast du dich viel zu sehr in den Vordergrund gespielt. Das geht so nicht.
Oder er sagt, du hättest den letzten Drink unbedingt ablehnen müssen, du warst schon angetrunken. Oder hast du denn gar nicht bemerkt, dass du mit deiner Frage nach der Tochter unsere Gastgeber in Verlegenheit gebracht hast? Du musst einfach diskreter werden. Merken Sie den Unterschied? Das Chefspielchen, das bestand darin, ganz leise und vorsichtig Hinweise zu geben, um ein Gefälle herzustellen, er oben, sie unten. Aber jetzt beim Oberlehrerspielchen ist von Andeutungen keine Rede mehr. Der Narzisst sagt Ihnen klipp und klar, was Sie angeblich falsch machen. Er setzt einfach voraus, dass er die Wahrheit gepachtet hat und dass Sie grundsätzlich auf dem falschen Dampfer fahren. Und jedes Mal, wenn Sie dieses Spielchen akzeptieren, fühlt er sich nun in seiner eigenen Klugheit, in seiner Weitsicht, in seiner Größe bestätigt. Und er fühlt sich auch darin bestätigt, dass Sie ihm total unterlegen sind. Genau daraus bezieht ein Narzisst seine Energie, dass er besser, klüger und erfolgreicher als seine Mitmenschen ist. Es gibt eine Strategie, mit der Sie ihm diesen Zahn ziehen können. Ich komme darauf später zurück. Ehe ich auf den vierten Psychotrick komme, habe ich jetzt einen ganz heißen Tipp für Sie, und zwar: Nutzen Sie mein Buch »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Seit gestern ist es in den ersten Buchläden zu haben, und in diesem Buch, da bekommen Sie Tipps, wie Sie sich in jeder Situation Ihres Lebens Respekt verschaffen können. Es ist ein sehr praktisches Buch mit vielen Dialogbeispielen, die können Sie sofort in Ihrem Alltag umsetzen. Und nach der Lektüre dieses Buches, da werden Sie selbstbewusster als je zuvor auftreten und sich auch so fühlen. Probieren Sie es gerne aus, indem Sie das Buch jetzt bestellen, und geben Sie mir nach dem Lesen gern eine Rückmeldung. Das Buch ist auch eine ideale Ergänzung für alle Leser, die schon den netten Beißen die Hunde gelesen haben. Und jetzt zum vierten Psychotrick, ich nenne ihn das Angstspielchen. Der Narzisst, der kritisiert Sie jetzt immer offener, und er sagt Ihnen, was er von Ihnen erwartet. Zum Beispiel fallen Sätze wie, du solltest den Mund halten, wenn du von einem Thema nichts verstehst. Oder, misch dich doch nicht immer in mein Leben ein. Oder, ich hasse es, dass du immer springst, sobald dich deine Familie ruft. Damit sind Erwartungen formuliert, die eine enorme Kraft entwickeln. Sogar Menschen, die sonst recht selbstbewusst sind, beispielsweise im Beruf, die lassen sich von diesem Psychospielchen beeinträchtigen. Zum Beispiel wollten sie eigentlich ein Wochenende mit ihrer Familie verbringen, aber nun haben sie durch seine Angstspielchen den Satz im Hinterkopf, den er sagte, ich hasse es, dass du immer springst, wenn deine Familie nach dir ruft. Und deshalb schminken Sie sich den Plan womöglich wieder ab. Denn Sie wollen vermeiden, dass der Narzisst sauer auf Sie wird. Oder Sie wollten ihn fragen, wo er den letzten Abend verbracht hat. Aber dann klingt in Ihrem Hinterkopf der Satz nach, Sie sollten sich nicht in sein Leben einmischen. Also verkneifen Sie sich die Frage. So schafft es der Narzisst durch seine Angstspielchen, dass Sie immer weniger Ihren eigenen Bedürfnissen und Ihrer eigenen Natur noch folgen. Vielmehr unterwerfen Sie sich ganz automatisch seinem heimlichen Kommando. Sie tun nicht mehr, was Sie selber wollen, sondern Sie tun, was er von Ihnen will. Sie sagen nicht mehr, was Sie selber meinen, sondern was er hören will, und so ersparen Sie sich das Anecken. Diese Neigung, die wird bei Ihnen umso größer sein, je ungehaltener er reagiert, wenn Sie mal von seiner Linie abweichen. Er macht Ihnen Angst, und Angst macht gefügig. Und ehe ich am Ende auf ein Gegenmittel zu sprechen komme, hier der fünfte Psychotrick des Narzissten. Er spielt seine Isolierungsspielchen, um sie aus sozialen Kontakten zu lösen und ihren Ruf zu schädigen. Zum Beispiel nehmen sie ihn mit zu einem Treffen in ihrem Freundeskreis, aber dort spinnt er hinter ihrem Rücken Intrigen. So erzählt er ihrer besten Freundin, dass er sich Sorgen um sie macht in letzter Zeit, sie seien so fahrig und so dicht am Wasser gebaut. Oder er behauptet, dass es bei Ihnen im Beruf gerade nicht so gut läuft und er Sie nach besten Kräften unterstützt. Oder er sagt, dass Sie im Moment den Kontakt mit anderen Menschen nur schlecht ertragen und er Sie zu diesem Treffen habe überreden müssen. Mit seinem Isolierungsspielchen will er zweierlei erreichen. Erstens redet er Sie schwach, um seine eigene Stärke zu betonen. Je labiler Sie dastehen, desto stabiler kommt er selber rüber. Narzissten, die erniedrigen andere, um sich selbst zu erhöhen. Und die zweite Absicht, die besteht darin, dass er ganz allmählich einen Keil zwischen Sie und Ihren Freundeskreis und Ihrer Familie treiben will. Denn sein Ziel ist, die Alleinherrschaft über Ihr Leben zu übernehmen. Und je weniger Kontakte Sie zu anderen noch haben, desto mehr sind Sie emotional auf ihn angewiesen. Deshalb wird er Sie immer mehr auffordern, Ihre Familie und Ihre Freunde zu meiden und sich aufs Wichtigste der Welt zu konzentrieren, also auf ihn. Aber auch hier gibt es eine gute Gegenstrategie. Ich komme nach den letzten beiden Psychospielchen auf diese Gegenstrategie zurück.
Und hier ist also der sechste Trick, den Narzissten gerne anwenden. Ich nenne es das Judas-Spielchen. Das Judas-Spielchen, das besteht darin, dass der Narzisst ihnen Dinge aufs Brot schmiert, die sie ihm im Vertrauen verraten haben. Zum Beispiel haben sie ihm gestanden, dass sie in einer früheren Beziehung, vielleicht sogar als ganz, ganz junger Mensch, einmal fremdgegangen sind. Und er hat sehr verständnisvoll und einfühlsam reagiert. Oder sie haben ihm erzählt, dass es eine Phase gab, in der sie ihre eigene Mutter gehasst haben. Und er hatte allergrößtes Verständnis. Vor allem hat er sie durch sein Sesam-öffne-dich-Spielchen erst dazu veranlasst, solche intimen Dinge vor ihm auszubreiten. Aber nun beim Judas-Spielchen, da haut er ihnen die vermeintlichen Informationen als Beweise gegen sie um die Ohren. Zum Beispiel fragen sie ihn immer wieder, mit wem er da abends noch so lange telefoniert oder Kurznachrichten wechselt. Und er antwortet, nur weil du damals deinen Freund betrogen hast, brauchst du nicht zu glauben, dass ich genauso charakterschwach bin. Solche Ohrfeigen, die tun gleich doppelt weh, weil hier jemand ihr Vertrauen missbraucht und ihnen zudem ein schlechtes Gewissen machen möchte. Denn als Mensch mit moralischen Ansprüchen werden sie sich natürlich tatsächlich die Frage stellen, hat er nicht ein Körnchen der Wahrheit erwischt? Oder sie beschweren sich, dass er ihnen den Kontakt mit den eigenen Eltern ausreden will und er antwortet ganz hochnäsig, du hegst doch ohnehin einen Hass auf deine Mutter. Wenn sie das wüsste, dann wollte sie dich ohnehin nicht mehr sehen. Und wieder stehen sie beschämt in der Landschaft. Und der Narzisst, der fühlt sich blendend, denn zum einen ist es ihm durch sein Judas-Spielchen gelungen, von seinen eigenen Verfehlungen wunderbar abzulenken. Vielleicht betrügt er sie schon längst. Und zum anderen fühlt er sich moralisch wieder einmal weit überlegen. Er schlüpft in die Rolle des guten Menschen und sie sind der Kontrast, sie sind der Schlechte. Und nun das siebte Psychospielchen, ehe meine Gegenrezepte folgen, die alle Narzissten hassen. Ich spreche von dem Du-bist-Schuld-Spielchen. Ganz egal, was zwischen Ihnen und dem Narzissten passiert, er wird immer Ihnen die Verantwortung dafür in die Schuhe schieben. Wenn er ausflippt, dass die Wände wackeln, dann haben Sie ihn wütend gemacht. Wenn er handgreiflich wird, dann haben Sie ihn durch Ihre Provokation dazu gezwungen, Ihnen Grenzen zu setzen. Und wenn er sie betrügt, dann liegt es natürlich an ihnen, weil sie ihn nicht mehr genug geliebt oder seine Wünsche nicht gut genug befriedigt haben. Aber nicht nur das, dass du bist Schuldspielchen, das besteht auch darin, dass er sie für unerwünschte Entwicklungen in seinem eigenen Leben verantwortlich macht. Wenn er im Job zum Beispiel einen Bock schießt, dann liegt es an ihnen. Er kann sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren, weil sie ihm zu viel Schwierigkeiten machen. Wenn er sich mit einem Freund überwirft, wenn er richtig streitet, dann liegt das an ihnen, denn sie nehmen so viel Zeit in Anspruch, dass er leider die anderen Menschen links liegen lassen muss. Und wenn er eine Krankheit bekommt, von der Erkältung bis zu ganz schlimmen Krankheiten, dann sind sie die wahre Ursache, denn sie haben ihn und sein Immunsystem geschwächt. Für den Narzissten ist das äußerst bequem. Sein Erfolg, den steckt er sich nach wie vor in den eigenen Hut, aber den ganzen Mist dessen, was misslingt, den lädt er in einem hohen Haufen vor ihrer Haustür ab. So funktioniert das Du-bist-Schuld-Spielchen. Und jetzt meine drei besten Tipps, wie Sie sich in dieses Spielchen nicht mehr verwickeln lassen und rechtzeitig die Kurve bekommen. Erstens, verteidigen Sie die Grenzen Ihres Lebens. Lassen Sie es von Beginn an nicht zu, dass der Narzisst über Sie bestimmt. Wenn Sie ein bestimmtes Kleidungsstück kaufen wollen, dann kaufen Sie es, auch wenn der Narzisst für ein anderes plädiert. Wenn Sie Ihre Familie sehen wollen, dann sehen Sie sie, auch wenn der Narzisst dagegen ist. Und wenn Sie einer bestimmten Meinung sind, bitte vertreten Sie diese Meinung, auch wenn der Narzisst die Sache völlig anders sieht. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass Sie Ihre Autonomie von Anfang an bewahren. Der Narzisst muss von Ihnen das Signal empfangen, ich bleibe mir selber treu, ich lasse mich nicht rumschubsen. Ich folge meinem inneren Kompass und wenn Ihnen das gelingt, dann merkt er rasch, dass Sie zum Opfer nicht taugen. Denn ein Narzisst, der hasst es, wenn sein Gegenüber autonom bleibt und sich nicht manipulieren lässt. Mein zweiter Tipp. Reagieren Sie anders, als der Narzisst es erwartet. Zum Beispiel kritisiert er Sie in der Erwartung, dass Sie den Kopf einziehen und sich so richtig schlecht fühlen. Aber was passiert, wenn Sie selbstbewusst zu ihm sagen, das kann man so sehen wie du, ich sehe es anders. Oder er schlägt einen lauten Ton an, um Sie einzuschüchtern. Aber was passiert, wenn Sie selbstbewusst sagen, warum sprichst du eigentlich so laut? Ich kann dich auch in der halben Lautstärke verstehen. Seien Sie selbstbewusst, wenn er Sie einschüchtern will und reagieren Sie zum Beispiel mit Humor, wenn er Ihnen Angst machen will. Tun Sie immer das, von dem er meint, es Ihnen ausgeredet zu haben. Durchkreuzen Sie seine Erwartungen
Und dann merkt der Narzisst, dass er seine emotionale Fernsteuerung bei Ihnen nicht anwenden kann. Und das ist gut so. Und hier noch mein dritter Tipp. Lassen Sie sich nicht in manipulative Gespräche verstricken. Wenn Sie merken, dass der Narzisst Sie mit seinen Worten weichklopfen und um den Finger wickeln will, dann sagen Sie zu ihm: Aus meiner Sicht ist alles gesagt. Und dann ziehen Sie sich aus dem Gespräch zurück. Auch dieses Verhalten hasst er. Auch in diesem Fall wird ihm bewusst, dass er die Macht über Sie verloren hat und dass seine Spielchen bei Ihnen nicht laufen, weil Sie sie durchschauen. Auf diese Weise kann Ihnen etwas Wunderbares gelingen, nämlich dass der Narzisst die Lust an dem Kontakt mit Ihnen verliert, weil Sie ihm zu anstrengend werden. Und das ist Ihre Befreiung. Gern begleite ich Sie auf dem Weg aus einer Beziehung mit einem Narzissten oder auch dabei, einen solchen Kontakt zu verarbeiten oder zu vermeiden. Meine 365-Tage-Challenge, die gibt Ihnen jeden Tag Inspirationen und Tipps, die Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Selbstliebe stärken. Das ist ein wunderbares Mittel gegen Narzissten. Probieren Sie es gerne aus. Mein kostenloses Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis, verrät Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag in ein besseres Leben abbiegen und auch einen Narzissten hinter sich lassen. Sie werden staunen, welche großen Effekte diese kleinen Impulse in Ihrem Leben haben können. Klicken Sie jetzt gerne hier, um das im Augenblick noch kostenlose Seminar zu nutzen. Und schauen Sie gern noch mal mein Video darüber, welche Fragen Ihnen kein Narzisst der Welt beantworten kann. Damit enttarnen Sie ihn sofort. Wir blenden das Video ein. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.